Hallo und herzlich willkommen zu Kino im Wohnzimmer. Ich bin ja Olaf und heute präsentiere ich euch den kleinsten Fernseher, den es gibt. Nein, das machen wir mit Sicherheit heute nicht. Ich bin unterwegs in Brandenburg in der Nähe von Berlin. Heute mal nicht alleine tatsächlich. Hinter der Kamera arbeitet jetzt der Lukas. Der Lukas ist neu bei uns, aber da kommen wir später noch zu. Da erzähle ich euch noch was. Wo bin ich heute? Ich bin in Rangsdorf, das ist nicht weit von Berlin, das ist eigentlich nur 10 Minuten von Berlin entfernt. Eine junge Familie hat sich hier einen Traum erfüllt, hat sich ein kleines Einfamilienhaus im Grünen gebaut. Und eine der Prioritäten beim Bau war natürlich, ein kleines Heimkino sollte mit einziehen. Und was da alles passiert ist, schauen wir uns heute an. Schnell noch die Frage der Woche. Die ist tatsächlich heute etwas länger, aber die Antwort wird sehr kurz ausfallen. Die kommt heute von Pettis. Frage an Olaf. Ihr habt ja schon mal hinter den Rahmenleinwänden eine Unterkonstruktion, um eine Beleuchtung unterzubringen. Sind das nur Holzleisten und dort kommt der LED-Streifen drauf, also 90 Grad zur Wand, oder winkelt ihr die Kanten noch an? Oder ist die Konstruktion so viel kleiner, dass der LED-Streifen an der Rückseite vom Rahmen montiert wird und direkt auf die Wand strahlt? Ich frage, weil ich an ein Ambilight plane, ein TV zum Beispiel, steht ja ein Stück von der Wand weg, aber so eine Leinwand ist ja direkt auf der Wand. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht auch, was Pettis meint. Aber eigentlich ist es ganz, ganz einfach. Wir haben ja für unsere Rahmenleinwände eine Hintergrundbeleuchtung gebaut. Das kann man bei uns tatsächlich auch mitkaufen mit so einer Leinwand. Da gibt es ein Video zu. Wer das noch nicht kennt, guckt einfach mal jetzt genau in dieses Video. Wer es selber bauen will, auch kein Problem. Ich zeige euch mal, um was es meiner Ansicht nach dem Pettis hier geht. Hier haben wir so eine Rahmenleinwand für Ultrakurzdistanz in dem Fall. Und hier scheint LED-Licht raus. Er fragt, ob man wie beim Fernseher den LED-Streifen Richtung Wand strahlen lässt oder ob man das anders macht. Und tatsächlich, bei einer Leinwand machen wir es anders. Wir lassen es nicht zur Wand strahlen wie beim Fernseher, weil, wie er richtig bemerkt hat, der Fernseher ein Stück weg ist von der Wand, sondern wir lassen das im Prinzip 180 Grad zur Leinwandfläche abstrahlen, also flach hier in diese Richtung nach außen wirklich rausstrahlen. So machen wir das und dann sieht das genauso aus. Man kann sich da selber einen Holzrahmen bauen, das machen wir ja ab und zu ja auch, je nach Begebenheiten. Oder man kann von uns diese kleinen Aluminiumprofile bestellen, dann kann man die da hinten einfach anschrauben und es geht ein bisschen leichter. Ich hoffe, damit konnte ich die Frage, so gut sie gestellt war, auch gut beantworten und ich schalte erstmal zurück und jetzt geht es weiter im Video. Hier bin ich also nun im nagelneuen Einfamilienhaus der jungen Familie. Ihr seht hinter mir den Küchenbereich, hier vorne ist der Essbereich. Aber es gibt ja in so modernen Häusern nicht unbedingt mehr so eine Ecke, wo man Fernseher hinstellen kann. Hier wurde es tatsächlich ein bisschen anders gemacht. Hier ist eine komplette, ja, ich nenne es mal so Gemütlichkeitsecke entstanden und die hat keinen Fernseher mehr, die hat eine Projektion bekommen, also eine Leinwand und ein Beamer. Wie das alles funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Erstmal schönen Dank für den Kaffee. Wir wurden natürlich erstmal mit einem leckeren Kaffee begrüßt und bevor ich es vergesse, muss ich erstmal eins machen. Ich muss den Henry grüßen. Henry, das ist deiner, glaube ich, oder? Der steht hier und der sollte mit ins Bild. Er ist jetzt mit. Im Video, hier steht er. Lukas, hast du ihn drauf? Henry will den nämlich im Video sehen. Das haben wir ihm versprochen. Ja, so, jetzt erzähle ich mal ein bisschen was zu dieser kleinen Fernseh-Video-Heimkino-Ecke, wie man sie auch immer nennt. Es ist kein High-End-Heimkino. Man muss sich das so vorstellen, es gibt hier keinen großen Fernseher mehr. Man hat sich von vornherein entschieden, hier eine große Projektion zu machen. Und wir reden hier von einer Raumgröße von 3 Meter mal 4 Meter ungefähr. Aber wir haben ja ein Bild, sage und schreibe, 2,44 Meter breit. Und das schlägt mit Sicherheit so ziemlich jeden Fernseher. Und das war die Idee dahinter. Verzicht auf den Fernseher, eine schöne Ecke mit einem 5.1-System, alles kein High-End, aber es sollte einfach gemütlich sein und so ein bisschen abgetrennt von den restlichen Wohnräumen. Budget, habe ich euch gesagt, versuche ich, wenn es möglich ist, euch das immer zu erzählen. Das mache ich hier auch. Wir hatten hier zur Verfügung knapp 10.000 Euro. Das musste reichen. Beim Hausbau, wisst ihr selber, dann ist so ziemlich
Ja, so ziemlich jede Kasse, die man hat, irgendwo leer. Und ein paar Sachen müssen auch noch warten, wie vorne am Eingang, der Zaun zum Beispiel, der noch fehlt. Aber manchmal ist halt so ein Beamer und eine Leinwand wichtiger als ein Zaun, oder? Seht ihr das anders? Ich finde es gut. Aber irgendwann sollte auch noch ein Zaun kommen. Und die Klingel hat übrigens auch noch gefehlt, ist mir aufgefallen. Wir konnten nicht mal klingeln. Das Heimkino war wichtiger als die Klingel. Was soll man dazu sagen, ne? Okay, jetzt gucken wir uns mal an, was hier wirklich verbaut wurde. Wir haben natürlich, wie gesagt, ein 5.1 Lautsprechersystem, in dem Fall Monitor Audio Bronze Serie. Völlig ausreichend für den Raum, klingt wirklich sehr, sehr gut. Wir haben dazu einen AV-Receiver von Yamaha, einen A4A, einer der ersten, die ausgeliefert wurden. War ziemlich knapp, deswegen hat sich das so ein bisschen noch hingezögert, aber A4A steht jetzt auch drin. Und wir haben natürlich einen Beamer. Seht ihr den über mir? Ist der BenQ W2700. Ja, auch der wird wahrscheinlich in ein paar Jahren mal ausgetauscht werden. Aber jetzt zum Anfang, super, einmal frei. Der macht hier genau das, was er soll. Hängt an unserer schönen TS-Halterung. Da ist gleich zu erwähnen, was so wichtig ist, wenn man so ein neues Haus baut. Als erstes braucht man eine gute Planung. So war es hier auch. Die Familie kam zu uns in den Laden, hat uns erzählt, sie bauen ihr Haus gerade, Rohbau steht, wir brauchen jetzt eine Planung für die Kabel. Das haben wir auch gemeinsam gemacht. Und so konnten alle Kabel rechtzeitig in die Wände vorm Verputzen verlegt werden. Und da sind Sachen zu beachten, die wirklich sehr, sehr oft vergessen werden. Wie zum Beispiel, wir brauchen zum Beamer immer ein HDMI-Kabel. Heutzutage im 4K-Zeitalter geht da auch nichts mehr sinnvoll über Funk. Also man braucht ein HDMI-Kabel. HDMI-Kabel müssen austauschbar sein. Also muss da ein Leerrohr rein. Alles so eine Sachen, die man beachten muss. Moderne Projektoren werden in Zukunft alle netzwerkfähig sein. Das heißt, wir brauchen auch ein LAN-Kabel da oben. Und so weiter und so weiter. Hier konnten wir natürlich rechtzeitig mit eingreifen. Deswegen gibt es hier in der Wand auch ein schönes dickes Leerrohr, wo man ein HDMI-Kabel einfädeln kann. Die Lautsprecher Kabel sind schon in den Wänden verlegt und müssen nicht nachträglich irgendwo noch mit Kabelkanälen verlegt werden. Also da war der Zeitpunkt genau richtig. Akustische Maßnahmen gibt es natürlich nicht. Es ist und bleibt ein kleines Wohnzimmer und wir haben ein paar Vorhänge zumindest schon mal dran. Das ist schon mal sehr gut. Und akustisch ist der Raum jetzt nicht high-end. Keine Frage. Müssen wir nicht drüber reden. Aber welches Wohnzimmer ist das schon? Und trotzdem ist das hier sehr, sehr schön geworden. Was haben wir denn noch Schönes? Beamer, Lautsprechersystem habe ich erwähnt, wobei das Lautsprechersystem hat dann noch eine Besonderheit. Ihr seht ja, ihr seht hinter mir keine Leinwand. Der Beamer hängt in die Richtung. Das heißt, wo wird dann überhaupt das Bild hin projiziert? Dazu müssen wir uns gleich mal umdrehen. Und dann werdet ihr nämlich auch die Besonderheit sehen, wo ist denn überhaupt der Center in diesem Raum? Jetzt gucken wir wieder in unser Essbereich. Und hier wird euch auffallen, es ist gar kein Platz für eine 2,44 Meter große Leinwand. Wo sollte die also hin? Und das ist der große Vorteil einer Motorleinwand. Anders als beim Fernseher, wo hätte man den jetzt irgendwo unterbringen sollen, können wir mit einer Motorleinwand ganz anders planen. Und die Motorleinwand ist hier einfach direkt vor diesen Durchgang in das restliche Wohnzimmer gekommen. Wie gesagt, 2,44 Meter ist eine Black Horizon, das heißt, sie ist auch für helle Wände und so geeignet, für die hellen Decken, wie es ja im Wohnzimmer heutzutage natürlich üblich ist. Man möchte halt weiße Wände und weiße Decken haben. Und dann ist nach meiner Meinung nach eine Kontrastleinwand unabdingbar. Die ist einfach, es geht daran nichts vorbei. Mit einer weißen Leinwand hätten wir hier einfach ein viel schlechteres Bild. So, wo kommt denn die Leinwand nur her? Ich drücke mal rauf und ihr seht, die Leinwand fährt jetzt direkt da oben vor dem großen Durchbruch in den restlichen Bereich und wir können dadurch ein 2,44 Meter breites Bild machen. Dann kam mir das nächste Problem, der Center. Wo sollte der denn jetzt hin? Der konnte natürlich auch hier nicht in diesem Durchgang stehen. Und da haben wir auch eine Lösung für gefunden. Wir haben hier oben so einen Kasten gebaut. Genau der gleiche Aufbau wie einer von unseren Beamerkästen, nur dass wir in dem Fall da einen kleinen Center reingemacht haben. Aus Platzgründen sind wir jetzt so ein bisschen abgewichen von der Monitor Audio Bronze Serie und haben hier den Center aus der Radius Serie genommen. Das ist sehr, sehr ähnlich, ist ja auch alles Monitor Audio, nicht perfekt, aber wie gesagt, um Perfektion ging es hier auch nie. Hier ging es einfach um das schöne, gemütliche Wohnzimmer im Kino. Also ist da ein Radius 225 eingezogen, ein super flacher Lautsprecher, der wirklich sehr, sehr gut seine Dienste macht. Und man wird es nicht glauben, ich bin immer wieder begeistert, wenn wir solche Installationen machen, wie gut das klingt, wenn ein Center oben ist. Man hat ja nun jahrelang beigebracht bekommen, Center gehören
unter einen Fernseher, unter eine Leinwand. Das ist meiner Ansicht nach nicht richtig, weil ein Center da oben fällt viel weniger auf und unser Gehirn verknüpft es tatsächlich viel, viel besser mit dem Bild, wenn der Center da oben ist. Man sieht ihn eigentlich nicht beim Gucken, er stört nicht. Also ich bin immer wieder begeistert, wie gut das funktioniert. Es gibt natürlich eine kleine Einschränkung, wenn man jetzt Dolby Atmos oder gar Auro machen würde, dann würde das nicht mehr so gut funktionieren. Wenn ja die Sprache schon von da oben kommt und da oben noch Effekte, da wäre ich jetzt vorsichtig, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Auch Front-High-Lautsprecher werden jetzt sicherlich hier an der Stelle deplatziert. Aber wenn man nur ein 5.1 hat, nicht weiß, wo mit dem Center hin, ja, schraubt ihn bitte an die Decke. Schraubt ihn einfach vor die Leinwand. In meinem letzten Video zum Beispiel habe ich ja vorgestellt von TDG die Skybar. Das wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen obendrauf. Wer das Video nicht gesehen hat, dann schaut mal in dieses Video. Hier erkläre ich das. Und also man kann sowas tatsächlich machen. Wisst ihr nicht, wo mit dem Center hin? Vorher auf den Center komplett verzichtet, was ja in der Theorie funktioniert. Würde ich eher dazu raten, bringt den Center einfach nach oben. So, jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Center. Aber ihr seht, wir haben jetzt ein richtig schönes, großes Bild. Einen kleinen, gemütlichen, abgeschlossenen Raum. Na klar, wenn man jetzt den Raum verlassen will, werdet ihr schon gemerkt haben, könnt ihr entweder da unten durchkrabbeln oder ihr müsst die Leinwand hochfahren. Okay, ist ein Kompromiss, mit dem kann man sicherlich leben. Aber jetzt schauen wir uns mal das Gesamtergebnis an. Wir haben hier elektrische Rollläden, die lassen wir jetzt runter. Wir starten es mal kurz und schauen uns mal an, wie das Bild hier draußen sieht. Was ist mit Wald? Wir sind schon einmal durch und jetzt wollen wir Tyson seine Ruhe wieder lassen. Wer ist Tyson? Tyson wohnt hier drin und der war ganz aufgeregt heute, warum wir hier mit der Kamera und mit so viel Scheinwerfern rumhantieren. Ja, so, ich wollte es euch einfach mal zeigen, dass man auch nicht für ein gigantisches Budget, dass man jetzt nicht gleich 20, 30, 40.000 Euro ausgeben muss und sich trotzdem ein schönes Heimkino oder Kino im Wohnzimmer realisieren kann, auch beim Neubau eines Einfamilienhauses. Das war's für heute. Wir fahren jetzt zurück. Tatsächlich fahren wir jetzt sogar noch in den YouTube-Raum und wir werden uns heute noch einen neuen Projektor angucken und den vergleichen. Den seht ihr dann in der nächsten Woche. Das war's für heute. Tschüss, bis nächste Woche. Bye, bye.